Der Weltmeister feiert sich selbst und den 50. von Trainer Deschamps. Unterschiedlicher könnten die Launen kaum sein. Beim DFB-Team hängen die Köpfe, Les Bleus auf Wolke 7. Frankreich, Tabellenführer in der Nations League, vor dem Rückspiel gegen Deutschland. Weltmeister trifft auf seinen Vorgänger, Teil 2. Optimist, oui, par nature, et quand je prépare un match, je pense qu'il y a... Ich bin optimistisch. Natürlich haben wir uns auf das Spiel gut vorbereitet, wir sind in guter Verfassung und wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen. Deutschland ist eine starke Mannschaft, die gegen die Niederlande ein schlechtes Ergebnis erzielt hat. Obwohl sie das Spiel dominiert haben, haben die Holländer sie zum Schluss sehr gut ausgekontert. Frankreich zuletzt mit einem Unentschieden gegen Island. Ein Freundschaftsspiel, beinahe ein Muster ohne Wert. Das Heimspiel in Paris gegen den Nachbarn soll anders laufen. C'est également un match décisif pour la suite de cette compétition. L'objectif, il est clair, c'est la première place. Es wird ein großes Spiel. Man spürt, dass jeder will und alle bereit sind. Für uns ist klar, wir wollen 3 Punkte gegen Deutschland. Aber das wird nicht einfach, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Voilà, il y a tous les éléments pour un grand match. Prendre du plaisir, en donner à nos supporters et surtout... Deutschland mit dem Rücken zur Wand, Frankreich auf dem Thron. Beim Weltmeister ist man sich sicher, wenn es darauf ankommt, wird die Leistung stimmen. Ich erwarte das deutsche Team nicht inaktiv, eher im Gegenteil, mit den ganzen Spielern und der Erfahrung, die sie haben. Spiele zwischen Frankreich und Deutschland sind nie einfach, aber wir haben das gleiche Ziel wie sie. 3 Punkte gewinnen. Und dann wollen wir als Tabellenführer weiterhin die Gruppe anführen. 0:0 im Hinspiel. Jetzt spielt der Weltmeister zu Hause und will sich die gute Laune sicher nicht verderben lassen.